Ja, Jungs, wir haben ja eben das Spiel gesehen, also das sieht man nicht alle Tage. Also ich muss schon sagen, also das war Herzinfarkt, ich war Herzinfarkt gefährdet. Ich musste auch in der Halbzeit meine Pillen haben. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Also für einen Außenstehenden war das schon ein geiles Fußballspiel. Viele Tore und viele Fehler und alles dabei gewesen. Alles dabei, Elfmeter, Härte. Nicht Unfairness, aber alles dabei mit guter Torwartleistung, so wie für den muss das Spiel kommen. Also ich will euch eins sagen, die Mannschaft, die ist intakt. Die hat Eier in der Hose. Das habe ich heute gesehen. Wenn du nach solchen Fehlern, wie Klaus gemacht hat, unser albanischer Freund, wenn du das im Kopf verarbeiten kannst und nach der Halbzeit so wieder rauskommst, dann hast du Eier in der Hose und dann hast du die zweite Liga angenommen und dann stimmt das auch in der Truppe. Da gibt es keine Diskussion bei mir. Da können die Hasser wieder erzählen, was sie wollen. Das Ding haben sie rumgerissen und man hat ja gesehen, auch der vierte Treffer war ein klarer Elfmeter. Der haut ihn auf die Beine und Manuel fällt um. Das war für mich ein klarer Elfmeter. Hat er ja auch gegeben. Da gibt es gar keine. Ich hätte ihn nicht schießen mögen bei 3-3. Aber dann haben wir uns dann auch an Hand, der den reingemacht. So einfach ist er. So, das Wort zum Spiel war das so. Tirole natürlich wieder seine beiden Tore gemacht, was ich immer sage. Davon der einfache, davon ja gewühle Tore, aber die zählen auch. So sieht das aus. Ja, das hat mir an sich gut gefallen. Manuel Winsheimer, eins selber gemacht, schön ausgeguckt und das andere vorgelegt. Gekämpft ohne Ende. Manuel ist auf dem richtigen Weg. Das sehe ich so. Dutschjagd auch ein gutes Spiel gemacht, natürlich im Mittelfeld. Nur unser Klaus. Das war die tragische Figur. Also das war für mich die tragische Figur. Mir tat das leid schon. Aber dann kam bei mir auch wieder die Wut durch, wie man sowas machen kann als Profifußballer. Aber man hat gesehen nach dem Spiel, die Jungs haben ihn getröstet und er hat sich bedankt bei der Mannschaft. Das sagt für mich alles. Und natürlich, den ich erwähnen muss, Heuer Fernandes. Also der hat heute eine ganz klasse Partie gemacht. In allen auch hinten rausgespielt und natürlich. Auf die Linie war er immer gut oder im Fünfer ist er immer gut. Also wunderbar gehalten, das muss ich schon wirklich sagen. Ja, dann haben wir noch, Dutschek habe ich schon gesagt, Dutschek ein gutes, manchmal ein bisschen zu viel verdattelt, manchmal kann man auch abspielen, aber wie gesagt, so ist er. Ich sage das nochmal, Jungs, die Truppe ist intakt und wir haben 3 Punkte im Sack und das andere interessiert mich nicht. Wir haben jetzt beide Absteiger von der ersten Liga weg. Also, und dann haben wir 6 Punkte, wir gucken von oben runter. Mehr geht nicht, mehr kann Peter auch nervlich gar nicht mehr ab. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und auch wenn die Leute, die den HSV nicht mögen, das gibt ja welche. Aber wie gesagt, ihr habt doch ein geiles Fußballspiel gesehen. Mir geht doch nicht. So, nochmal an die Mannschaft, alles Gute, kommt schön gesund wieder zurück. Und dann morgen auslaufen, da bin ich ja mal gespannt, was läuft. Der Trainer hat euch schon Mittwoch freigegeben. Ja, Mittwoch. Mittwoch freigegeben, ihr könnt euch freuen. Und Peter will morgen mal gucken. Also, das Ding war heute, also, das war ja nervenaufreibend. Aber ich sage immer wieder: 3 Punkte im Sack, Eier gezeigt, nur der HSV. Auf Wiedersehen. Und jetzt trinkt Peter noch zum Abschluss einen kleinen Schlaftrunk, ein Eierlikör und dann noch ein Bier und er ist gut. Also, Mann, oh Mann, oh Mann, das war ein Ding heute. Aber ich habe mich amüsiert. Ich habe ja 3-2 getippt. Ich lag ja gar nicht mal so ganz verkehrt. Nur der HSV, Jungs. Haut rein, ist Tango. Das war geil und nichts anderes. Lasst euch das nicht schlecht reden. Alles in Ordnung. Und Klaus, nicht so machst du die Dinger nicht. Sonst muss ich dich beim Training mal mit mir rannehmen. Alles klar. Nur der HSV. Tschüssi. Gute Nerven, Sie. Und noch eine schöne Woche. Alles klar. Nur der HSV.